Wir beginnen zunächst mit relativ einfach strukturierten, eher schon Schemapositionen, die schon das Ende eines Königsangriffs zeigen. Aber daran können wir sehr gut erkennen, wie unsere Kriterien für den erfolgreichen Königsangriff sich in der Praxis umsetzen. Ja, wenn wir einen Blick auf diese Stellung mit Weiß am Zug werfen, hat Schwarz zwar, wenn wir zunächst die Materialbilanz betrachten, einen minimalen materiellen Vorteil von einem Bauern, aber man muss schon fast genau hinschauen, um das zu bemerken, denn natürlich viel mehr ins Auge springt die große Zahl von weißen Figuren, die um den schwarzen König hier herum schwärmt. Also die Dame, der Turm, der Springer, dieser Turm, eventuell könnte auch der Springer noch schnell in die Attacke eingreifen, wären das einzige echte Verteidigungsfigur von Schwarz. Nur dieser armselige Läufer verblieben ist. Gut, und dieser Turm, den können wir natürlich auch noch mitrechnen. Der könnte allerdings getauscht werden. Das heißt, unser erstes Kriterium, ein gewaltiges Übergewicht von Angreifern gegenüber Verteidigern. Als zweites der Bauernschutz des Schwarzen Königs. Hier diese beiden Bauern sind natürlich auch schon aufgezogen, sind schon relativ wackelig und schwach geschützt. Also auch das ein Kriterium, das eindeutig für die Erfolgsaussichten des Königsangriffs spricht. Das entscheidende siebte Kriterium, nämlich die Frage, ob der Schwarze ausreichendes Gegenspiel hat. Die einzige Drohung, die der Schwarze hätte, wäre dieser Damenzug. Allerdings, ganz wichtig natürlich, Weiß ist am Zug. Und das Thema dieser DVD soll jetzt ja weniger das konkrete Variantenrechnen sein. Hier unterbreche ich für eine ganz kurze Werbepause, denn diesem Thema ist ausführlich die DVD der Königsplan zum Turniererfolg gewidmet, wo neben schachpsychologischen Themen ja auch genau das Variantenrechnen und der richtige gedankliche Ansatz in einer scharfen Stellung ein ganz entscheidender Punkt ist. Aber wir werden sehen, dass eben aus diesen Vorbelegungen heraus sich diese Varianten ziemlich natürlich ergeben. Ja, wie packen wir die Sache jetzt mit weißem Zug an? Die Faustregel in taktisch angespannten Stellungen, also mit Königen in Gefahr und mit Figuren, die angegriffen sind, die hängen, die geschlagen werden können, ist, dass wir zunächst mögliche Kraftzüge betrachten. Wohlgemerkt, hier führen wahrscheinlich schon mehrere Straßen nach Rom, aber unsere Kriterien haben gezeigt, die Chancen stehen sehr gut für einen Königsangriff. Es lohnt sich auch, ganz brutale Kraftzüge anzuschauen. Und die Taktik, die sich daraus ergibt und eben gar nicht überraschend ist, ist eben keine Zauberei, sondern ergibt sich aus unseren Vorüberlegungen, dass all diese Kriterien gegeben sind in sehr hohem Maße, dass Weiß hier schon die Dame opfern kann. Also sprich, Weiß investiert Material, aber hat den großen Vorteil, das ist ja auch in unseren Kriterien enthalten, dass die letzte, die wichtigste schwarze Verteidigungsfigur, nämlich dieser Läufer hier, dadurch beseitigt wird. Der Läufer schlägt, der weiße Turm schlägt, Schwarz hat keine Wahl, deswegen ist die Variante sehr leicht zu berechnen, ein einziger Variantenstrang, keine mehreren Äste, kein Dschungel. Schwarze König hat wieder keine Wahl. Und jetzt kann Weiß weiter investieren, denn der schwarze König wird ins Freie gejagt und Schwarz hat wieder keine Wahl. Turm schlägt F8 und Schwarz ist schachmatt in dieser Partie zwischen Stein, der ja ein legendärer Angriffskünstler war, und Liberson. Wie gesagt, eigentlich fällt das auch schon mehr in die Kategorie Abschlusskombination, aber wir haben gesehen, wenn man unsere Kriterien berücksichtigt, dann ist es sogar ganz naheliegend, dass hier eine Kombination in der Luft liegt. Grundsätzlich muss man immer unterscheiden, wenn wir uns an die Ausführung des Königsangriffs machen, und das werden wir natürlich jetzt sehr genau an einigen Beispielen betrachten, geht es um evolutionäres Vorgehen, also ist der richtige Weg, langsam noch den Druck zu steigern, unsere Figuren an den gegnerischen König heranzuführen, die Bauern vorzurücken gegen den gegnerischen König, oder ist schon die Zeit für ein revolutionäres Verfahren gekommen, sprich für dramatische Opfer und die ganz direkte Attacke. Das ist für unser Vorgehen immer die kritische Frage, die über die nächsten Züge entscheidet.